Weißt du, warum das Meer salzig ist? Heute ja, aber bis 1979 hatten wir keine Ahnung. Unser ganzer Planet ist mit Ozeanen bedeckt. Trotzdem wussten wir nicht, woher das ganze Salz kommt. Anfangs ging man davon aus, dass die Flüsse dafür verantwortlich sind, weil sie Ablagerungen und Chemikalien in die Gewässer spülen. Erst in den späten 1970er Jahren, als man in der Forschung über die sogenannten schwarzen Raucher stolperte, wurde klar, dass sie die Ursache für die salzigen Gewässer sind. Dabei handelt es sich um hydrothermale Schlote, die sich entlang des mittelozeanischen Rückens reihen. Sie entstanden durch Ablagerungen von Eisensulfid aus den Tiefen des Erdkerns. Erinnerst du dich noch an die Dinosaurier? Also ich kenne sie nicht persönlich, damals war ich noch nicht da. Du weißt, dass sie vor langer Zeit verschwunden sind. Aber wie es dazu kam, war in der wissenschaftlichen Gemeinschaft lange Zeit umstritten. Jedenfalls bis 1991, dem Jahr, in dem der Krater Chicxulub entdeckt wurde. Es ist ein großes Loch unter der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Er entstand wohl durch den Einschlag eines riesigen Asteroiden. Und das älteste Material, das wir bisher auf unserem Planeten gefunden haben, ist älter als unser Sonnensystem. Der Murchison-Meteorit stürzte schon im September 1969 in Australien ab, aber die verblüffende Entdeckung wurde erst 2020 gemacht, nachdem weitere Analysen seiner Trümmer durchgeführt worden waren. Hast du schon mal vom Korallenhochhaus im Meer gehört? Nein, noch nicht. Kein Wunder, denn erst im Jahr 2020 stieß ein australisches Forscherteam bei der Kartierung des nördlichen Great Barrier Reefs auf dieses Hochhaus. Er ist 500 Meter hoch und damit höher als das Empire State Building. Aber es gibt keinen Fahrstuhl. Weißt du, wie Berge entstanden sind? Ich auch nicht. Bis 1966 hatten wir ja keine Ahnung. Und das betrifft übrigens auch Erdbeben und Vulkane. Denk einfach mal drüber nach. Wir haben Menschen ins All geschickt, bevor wir überhaupt verstanden haben, wie und warum die Erde unter unseren Füßen hin und wieder zittert. Erst 1966 veröffentlichte der Wissenschaftler J. Tuzo Wilson einen Artikel in der Zeitschrift Nature, in dem er erklärte, dass sich Kontinente und Ozeane ständig bewegen. Er schrieb auch über tektonische Aktivitäten, also Dinge wie Erdbeben und wie sich Berge von der Erdoberfläche erheben. Uns Menschen haben wir auch erst 2021 richtig kennengelernt, als nämlich die menschliche Genomsequenz vollständig entschlüsselt wurde. Das Konzept der DNA wurde aber schon 1869 von einem Schweizer Wissenschaftler vorgestellt. Aber die Fachleute tappten teilweise im Dunkeln, was die physische Struktur der DNA anging, bis Rosalind Franklin und Raymond Gosling sie fotografierten und zeigten, dass sie wie zwei gewundene Stränge aussieht. Hast du dich schon mal gefragt, was der größte lebende Organismus der Welt ist? Lange Zeit fragte man sich das auch in der Wissenschaft, bis man im Jahr 2000 auf einen stieß. Es handelt sich um einen Pilz, der 3 Meter unter der Erde lebt und schätzungsweise eine Fläche von 9 Quadratkilometer einnimmt. Er lebt im Malheur National Forest in den Blue Mountains im östlichen Oregon und trägt den Spitznamen Honigpilz. Bis 2002 wussten wir nicht, was sich im Zentrum unserer Milchstraßengalaxie befindet. Wir wussten, dass wir uns um etwas drehen, aber es dauerte bis ins 21. Jahrhundert, bis man herausfand, dass wir uns um ein supermassives schwarzes Loch bewegen. Seine Masse ist 4 Millionen Mal größer als die unserer Sonne und befindet sich in der Region der Milchstraße, die Sagittarius A-Stern genannt wird. Man entdeckte es, nachdem man den Infrarotrauchmelder erfunden hatte. Heute kann ich mir kaum vorstellen, dass man sein Gepäck auf lange Strecken tragen musste, weil es noch keine Räder hatte. Die kamen erst 1970. Überleg mal, die Astronauten, die zum Mond geflogen sind, mussten ihr Gepäck selbst tragen. Das US-Patent für Koffer auf Rädern wurde 1972 beantragt. Aber um ehrlich zu sein, waren die ersten Modelle nicht besonders zuverlässig. Anfangs wackelten und kippten sie, weil das Verhältnis der großen Koffer zu den kleinen Rädern noch nicht ausgeklügelt war. Wenn du dir Bilder von Filmstars aus den 1940er Jahren anschaust, siehst du, dass sie ihre Haare schön nach hinten gekämmt hatten. Jüngsten Entdeckungen zu urteilen, nutzten schon die alten Ägypter eine Art Haarmodelliermittel. Es war aber kein Haargel, falls du das denkst. Das wurde erst in den 1960er Jahren erfunden. Was die Menschen damals in den 40er Jahren zum Haarestylen nutzten, nannten sie Brühlcreme. Es hatte eher eine wachsartige Konsistenz und kam 1929 auf den Markt.
Haargel, wie wir es heute kennen, wurde erst später von einem Mann namens Luis Montoya erfunden. Es wurde schnell zum Trend, weil es nicht so fettig war wie die vorherigen Produkte. Bleiben wir gleich im Badezimmer. Was haben wohl die Leute in der römischen Antike benutzt, um, zum Abwischen? Es waren Stöcke mit einem Schwamm an einem Ende. Einzelne parfümierte Papierbögen, die denselben Zweck erfüllten, gab es offenbar bereits 589 nach Christi in China. In den USA kam das Medicated Paper for the Water Closet in den späten 1850er Jahren auf den Markt. Und die weiche Variante des Klopapiers kam in den 1930er Jahren raus und wurde als splitterfrei beworben. Ich denke, dafür sind wir alle dankbar. Folgendes scheint nicht so neu zu sein, aber hör mir zu. Moderne Forschungen haben ergeben, dass die Ringe des Saturn jünger als 100 Millionen Jahre sind. Das klingt alt, stimmt's? Aber bedenke, dass das Sonnensystem vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. Das verändert die Wahrnehmung des Alters ein wenig, stimmt's? Und es gibt Haiarten auf der Erde, die viermal länger in unseren Gewässern leben, als die Ringe des Saturn alt sind. Das hat man anhand aktueller Daten über die Masse der Saturnringe und ihr Verhältnis von Staub und Eis herausgefunden. Da viele von uns heute immer mehr auf E-Commerce zurückgreifen, ist es eine Challenge, den traditionellen Supermarkt als eine revolutionäre Erfindung zu betrachten, stimmt's? Dabei gibt es die noch gar nicht mal so lange. Weißt du, wie der erste Supermarkt entstanden ist? 1916 suchte ein Lebensmittelverkäufer namens Clarence Saunders eine Lösung, um seine Arbeit weniger arbeitsintensiv zu machen. Damals musste er alle Produkte aus den Gängen zusammensuchen und lieferte sie sogar an seine Kunden. Also dachte er über ein neues Ladenlayout mit einem Drehkreuz am Eingang nach. Die Leute sollten dann den Laden in eine Richtung durchstöbern. Wichtig war natürlich, dass sie an allen verfügbaren Produkten vorbeikamen. Die Kunden konnten sich ihre Artikel selbst raussuchen und nahmen ihre Waren mit nach Hause. Der Ladenbesitzer konnte seine Preise senken, weil er weniger Mitarbeiter brauchte, um das Geschäft zu führen. Folgendes gibt's in Deutschland nicht, aber in den USA. In einem Bundesstaat ist das Anlegen des Sicherheitsgurtes nicht verpflichtend. Früher war es auch bei uns freiwillig. Aber da Menschen sind, wie sie sind, wurde zu unserem Schutz die Anschnallpflicht eingeführt. Deutschland begann damit 1976. Der Bundesstaat New York verabschiedete das Gesetz zum Anlegen des Sicherheitsgurtes während der Fahrt im Jahr 1984. In New Hampshire gibt es bis heute kein Gesetz dazu. Der moderne Dosenöffner, der mit dem Rad, kam 1870 auf den Markt. Von diesem Fakt bist du nicht beeindruckt? Vielleicht doch, wenn ich dir sage, dass es Essen in Dosen schon einige Jahrzehnte vorher gab. Vor der Erfindung des Dosenöffners wurde quasi mit Hammer und Meißel der obere Teil der Dose aufgebrochen. Der Meißel musste aber nahe am Rand angesetzt werden. Eigentlich cool, vor dem Essen gab es ein kleines Workout. Wusstest du, dass die standardisierte Zeit erst 1880 gesetzlich eingeführt wurde? Das System, das wir heute verwenden, GMT, also Greenwich Mean Time, hat sich flächendeckend sogar erst später durchgesetzt, etwa Ende der 1920er Jahre. Damals schätzten die Leute, wie spät es ist, indem sie sich an der Position der Sonne am Himmel orientierten. Dann kamen die ersten Uhren. Die Zeitmessung war aber noch von der Position der Sonne abhängig und die variiert von Gegend zu Gegend. Das bedeutet, dass die Zeit zwischen zwei benachbarten Gemeinden leicht abweichen konnte. Bis zur Erfindung der Eisenbahn war das keine große Sache. Aber als die Leute begannen, schneller und über größere Distanzen zu reisen, musste ein Weg gefunden werden, um genau zu bestimmen, wann ein Zug abfahren und ein bestimmtes Ziel erreichen würde. Das war für Reisende aus verschiedenen Gegenden sehr hilfreich und ehrlich gesagt war es auch höchste Zeit.